Das klappt ja super. Hallo Martina. Hi. Hallo. Ja, dann fangen wir pünktlich an um 18 Uhr. Herzlich willkommen zum Tokyo Talk heute mit Martina Treidos vom 1. JC 2 Brück. Martina, danke, dass du da bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Auch dich treffen wir quasi in Kienbaum an bei der WM-Vorbereitung. Aber heute war auch was Interessantes, das hat man vielleicht auch in den sozialen Medien gesehen. Ihr hattet heute euren Olympia-Fotoshooting-Day. Wie war das denn? Also wir haben ja immer vor jedem Höhepunkt immer oder vor jeder WM immer so ein Fotoshooting. Deswegen ist man das mit den Jahren ja doch gewohnt. Aber trotzdem immer wieder schön. Ja, ja, macht Spaß, ja. Ja, das ist doch gut. Ja, dann gucken wir mal auf die Weltmeisterschaften. Sie sind Anfang Juni in Budapest. Wie bereitest du dich gerade darauf vor? Wie läuft das Training aktuell? Ja, also man ist natürlich schwierig, wenn man in 2 Monaten natürlich 2 Höhepunkte hat. Auf welchen fokussiert man sich da? Deshalb muss ich sagen, mein Hauptfokus liegt trotzdem auf den Olympischen Spielen und ich versuche die WM eher so als Wettkampf zu sehen, weil es natürlich sonst von der Periodisierung einfach fast unmachbar wäre, ne? Wenn man beides so als Höhepunkt ansehen würde. Genau. Ja, aber wahrscheinlich guckst du gerne auf die letzte Weltmeisterschaft zurück, 2019 in Tokio. Deine erste Medaille bei Weltmeisterschaften, nachdem du schon 2x5. Und 2x7. Geworden bist. Wie blickst du heute darauf zurück? Wie hast du da Emotionen noch, die dich auch heute noch motivieren? Ja, also an den 5. Plätzen habe ich immer noch so ein bisschen zu knabbern und die ärgern mich auch immer noch, weil es waren jetzt nicht so eindeutige Kämpfe, wo ich einfach direkt überm geflogen bin, sondern es waren immer auch Kämpfe, wo ich in der Verlängerung war und irgendwie blöde Fehler gemacht habe und mich immer noch darüber ärger. Ja, 2017 war ja schon mal die WM in Budapest, wo ich da ja den 5. geholt habe. Vielleicht kann ich ja diesmal was gut machen. Aber umso schöner war dann die Bronzemedaille in Tokio. Genau, ja. Das war eine Erleichterung, ja. Okay. Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist seit vielen Jahren mit dabei. Ich habe heute mal nachgeguckt, deine erste Grand-Slam-Medaille war 2012 in Moskau und du bist jetzt quasi seit einem Jahrzehnt international mit dabei. Martina, wie schafft man so etwas, auf diesem hohen Niveau zu bleiben? Das frage ich mich auch immer wieder. Ja, ich glaube, irgendwie sich immer wieder neu zu motivieren, sich irgendwie wieder neue Ziele zu stecken und irgendwie nicht zu stagnieren. Ich glaube, das ist so die Lösung dafür, ne? Immer wieder zu gucken, was kann ich verändern, was läuft gut, aber auch der Körper verändert sich. Also ich muss auch sagen, Dinge, die früher vielleicht funktioniert haben, funktionieren mittlerweile halt nicht mehr für mich. Also man muss jedes Jahr nachjustieren und ja, immer mit seinem Körper Rücksprache halten. Das sprichst du jetzt an. Wie ändert sich da zum Beispiel das Feld Regeneration? Wie gewinnt das an Bedeutung? Also früher, da hätte ich ein ganz anderes Pensum fahren können, wie was ich jetzt fahren kann. Das ärgert mich auch manchmal. Aber ja, Regeneration ist das A und O. Also man denkt manchmal, ich kann noch ein paar Einheiten, aber dann fällt man vielleicht die ganze nächste Woche ins Loch. Und damit hat man halt gar nichts gewonnen im Endeffekt. Genau, deshalb probiere ich da wirklich immer abends in mich reinzuhören, zu gucken, wie viel kann ich noch machen, was macht überhaupt noch Sinn. Vielleicht macht da ein Tag Ruhe vielleicht viel mehr Sinn, anstatt nochmal 2 Einheiten zu ballern und aus denen gar nicht so richtig was mitzunehmen. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, kann ich jedem empfehlen, immer Rücksprache mit dem Körper zu halten. Das sind deine Erfahrungen im Training. Gucken wir mal noch auf deine Erfahrungen in den Wettkämpfen zurück. Gibt es ein Turnier, wo du sagst, das ist wirklich herausragend in deiner Karriere bislang? Das war für dich aktuell der absolute Höhepunkt bislang. Ja, definitiv. 2015 war eins der besten Jahre. Kann ich nicht anders sagen. Ne? Ich glaube, da habe ich fast überall eine Medaille geholt, wo ich war. Zum einen natürlich die Europameisterschaft und die European Games, die ich gewinnen konnte, wo ich eine Tina und eine Clarisse geschlagen habe. Das war schon ein sehr, sehr besonderer Tag, wo einfach für mich alles funktioniert hat.
und ich nicht viel nachdenken musste. Dann aber irgendwie im gleichen Jahr nochmal den Tokyo Grand Slam zu gewinnen, war auch schon krass, wo ich sagen muss, da habe ich mich ganz anders gefühlt. Da hat gefühlt gar nichts funktioniert. Jeder Kampf war ein Krampf. Und trotzdem habe ich es geschafft, mich dort immer zu konzentrieren und die einzelnen Aufgaben, die ich mir gestellt habe, abzuarbeiten und dann sogar noch im Finale wieder die Tina Trissniak zu schlagen. Das war schon ein krasser Wettkampf, an den ich gerne zurückdenke, ja. Du hast sie gerade schon angesprochen, Tina Trissniak und Clarisse Abouyeghenoo. Ich spreche den Nachnamen immer falsch aus, also es wissen alle, klar, wer gemeint ist. Wir wissen, um wen es geht, ja. Genau, und auch natürlich aus Japan, Tashiro. Ich sag mal, ihr vier, ihr seid ja wirklich in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm, ich glaube, immer in der Top 10 der Weltrangliste. Also ich habe jetzt versucht, heute in der Vorbereitung mal zu gucken, wie weit ich nach hinten komme. Und ihr seid immer in den Top 10 mit dabei. Also du bist jetzt, ich habe es mir auch aufgeschrieben, zum Beispiel 17 Mal gegen die Tina angetreten, 11 Mal gegen die Clarisse. Wie entwickelt sich das im Verlauf einer Zeit? Also welches Verhältnis habt ihr miteinander? Also ich muss sagen, ich mag alle drei unfassbar gerne. Es sind einfach, also wirklich tolle Persönlichkeiten. Auch eine Clarisse, bei der war ich schon auf dem Geburtstag und keine Ahnung, sind einfach tolle Menschen. Auch wenn es dann auf der Matte wirklich Krieg gibt, aber außerhalb kann ich nicht mal irgendwas Böses über die sagen. Also es ist quasi, man wächst auch so ein bisschen wie eine internationale Familie zusammen. Ja, also ich meine, ich kann wirklich sagen, ich sehe die Clarisse oder die Tina öfters als meine eigene Familie. Also auch auf den Trainingslagern und so. Deswegen ist es natürlich auch ein Stück weit, sagen wir ja immer, so diese Judo-Familie, die man hat. Ne? Ist zwar irgendwo Konkurrenz, aber eigentlich ist man auch ein bisschen ein Stück weit befreundet. In dieser Art und Weise, wie stark ihr vier oder auch dann eben in Zusammenhang mit anderen Athleten die Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm dominieren, ist es schon besonders bis 63 Kilogramm. Was glaubst du, woran liegt das, dass sich junge Athletinnen vielleicht ein bisschen schwerer tun, gegen, ich sag mal, die alte Garde sich da durchzusetzen? Puh, das kann ich dir auch nicht so gut beantworten, woran das liegt. Also ich glaube, so Generationen gibt es einfach, ne? Also so, ich probiere mich auch mal zu, also ich stelle mir oft die Frage, was ist an Clarisse besonders oder so krass, ne? Und ich denke einfach, es gibt einfach immer wieder so Überflieger und dann natürlich wahrscheinlich einfach so Generationen, wo das einfach so ist. Also das Geheimrezept kann ich dir nicht nennen. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend zu sehen. Blicken wir mal auf das vergangene Jahr. Corona hat nicht nur ganz Deutschland aus der Bahn geworfen, sondern die ganze Welt, natürlich auch den Leistungssport und dementsprechend auch dich ein bisschen dort betroffen. Wie war das denn für dich? Jetzt ist es ja so, du bist 32, die Olympischen Spiele in Tokio sind sicherlich der letzte Zyklus sozusagen, den du durchmachen wirst. Vielleicht, mal gucken, schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer Hochleistungssport am Limit. Ja? Und wie hast du dann aufgenommen, dass es dann jetzt noch ein Jahr weiter kämpfen ist? Also ich werde nicht lügen. Ich war irgendwie so gefühlt im Flow, die WM hat funktioniert, 2019 war gut, dann hat das Jahr 2020 auch gut begonnen. Ich habe in Israel die Medaille gemacht, dann waren wir im Condi-Camp und ich habe mich fit gefühlt. Ich dachte, ich bin bereit für die Spiele 2020. Und dann kam natürlich diese Nachricht, die ich vollkommen nachvollziehen konnte. Also ich meine, das ging einfach nicht. Aber trotzdem musste ich erstmal so eine Woche lang schlucken, ne, und sagen, Mist, schaffe ich es nächstes Jahr genauso fit zu sein? Und dann musste ich mich aber echt, war ich sehr überrascht, wie viel Positives ich davon doch noch mitnehmen konnte. Also wir konnten wirklich mal zu Hause trainieren. Wir waren nicht die ganze Zeit unterwegs. Man war mal erholt, war mal regeneriert und man konnte wirklich irgendwie sogar noch einen Schub nach vorne machen. Also das hat mich sehr überrascht. Meine Kraftwerte haben sich nochmal verbessert. Also ich war überrascht, wie viel Positives man von der Zeit doch mitnehmen konnte und wie weit, wie man sich noch weiterentwickeln konnte oder ich mich weiterentwickelt habe.
Hast du auch an Techniken zum Beispiel gearbeitet, wo du gesagt hast, okay, da habe ich vielleicht eine Schwäche raus identifiziert und die konnte ich jetzt durch eben die Zeit, weil sonst seid ihr immer unterwegs, ja, ihr seid quasi von einem Turnier zum nächsten, habt ihr mal Trainingslager, aber so richtig an Techniken arbeiten, ist ja schwierig. Ja, Hast du das gemacht? also wir konnten echt nochmal einfach im April an Basics arbeiten, an dem wir halt sonst nicht nochmal gearbeitet hätten. Und ich glaube, das tut einem ja immer trotzdem nochmal gut, ne? Auch wenn man irgendwie, wie du schon gesagt hast, mit 32 Jahren, da arbeitet man trotzdem auch nochmal an Basics. Und ich glaube, das ist natürlich auch das Schöne am Judo, dass man einfach so viele Sachen hat, an denen man arbeiten kann und sein Repertoire irgendwie erweitern kann. Ist das auch vielleicht diese Vielseitigkeit, die du im Judo hast, das, was dich auch die ganze Zeit motiviert hat über die Jahre? Ich glaube, mein Judo ist nicht sehr vielseitig, aber diese Vielseitigkeit am Judo hat mich definitiv immer motiviert. Also ich habe immer gedacht, da muss ich noch ein bisschen was drehen, da muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten, besser werden. Und ja, das hat mich definitiv immer motiviert. Also, glaubst du, es gibt einen perfekten Wettkampf? Oder hattest du schon mal einen perfekten Wettkampf, wo du sagst, es hat alles funktioniert? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, 2015 bei 2015. der EM war definitiv einer so ein perfekter Wettkampf. Aber ich weiß auch noch irgendwann, glaube ich, 2019, 18 in Budapest. Da bin ich zwar nur Zweite geworden, also nur Zweite geworden, aber da musste ich auch irgendwie über nichts nachdenken. Es lief einfach mega leicht alles. Ich bin auf die Matte. Man hat alles so extrem gespürt, die einzelnen Momente, ne? Das, was Judo so ein bisschen ausmacht. Aber mal sind die Wettkämpfe, also kein Wettkampf ist wie der andere. Sind alle anders. Blicken wir mal auch auf einen ganz besonderen Wettkampf. Du bist die erste jetzt bei uns hier im Tokyo Talk, die 2016 schon an den Start gegangen ist bei den Olympischen Ja. Spielen. Ja. Und Ich bin die dementsprechend einfach mal, Erste. ja. Und deswegen einfach mal die Frage, wie blickst du denn auf die Spiele zurück? Sportlich, du hast quasi im ersten Kampf leider verloren, gegen Silva aus Brasilien, aber auch natürlich atmosphärisch, was für dich die Olympischen Spiele 2016 waren. Also, ich bin mit ho sehr hohen Erwartungen hin und war ja, überzeugt davon, dass ich dort vor Ort definitiv eine Medaille machen werde. Weiß nicht, ob das naiv war oder was auch immer. Oder ich habe mich einfach gut vorbereitet gefühlt und habe gesagt, ich schaffe das. Dann habe ich natürlich gegen Silber gekämpft, gegen die ich schon fünfmal im Vorfeld auch schon gewonnen habe. Also dachte ich, das Los passt, alles passt, ich bin vorbereitet, das wird definitiv funktionieren. Und dann natürlich in der ersten Runde auszuschneiden, auch ausgebuht zu werden auf der Matte. Boah, damit bin ich erstmal nicht klargekommen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und das war krass. Und da bin ich auch erstmal so die erste Woche in so ein Loch gefallen, habe gedacht, wow, damit hast du jetzt nicht, darauf war ich einfach nicht vorbereitet, muss man auch einfach sagen. Ich bin wirklich auch in die Halle, wurde da auch ausgebuht, habe gehört. Also auch irgendwie, der Kampf ist mir irgendwie so ein bisschen entglitten. Ich habe den mir auch nie wieder angeguckt. Kann ich auch nicht. So ein kleines Trauma, muss ich zugeben. Ja, und deshalb so weiß ich auf jeden Fall, was man vielleicht damals so falsch gemacht hat. Vielleicht ein bisschen zu verkrampft, wollte es vielleicht zu sehr. Und das würde ich diesmal ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ja. Hast du dann auch für deine Vorbereitung, die ja jetzt quasi ganz explizit ist, Punkte, die du anders machst als 2016? Ja, 2016 wollte ich ganz, ganz viel machen in der Vorbereitung und immer mehr Training und vielleicht habe ich es auch einfach übertrieben und will da auf jeden Fall jetzt nicht zu sehr verkrampfen. Also ich weiß, ich bin nicht zur Eröffnungsfeier hingegangen, weil ich dachte, ich will für den Tag, für 3 Tage später fit sein und ich glaube, dass solche Momente aber auch einen pushen können für den Wettkampf, also so ein bisschen Glücksgefühle mitgeben können. Und das will ich mir jetzt auch nicht so viele Sachen verbieten. Ich glaube, das kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Also würdest du quasi dieses Mal die Eröffnungsfeier mitnehmen? Wenn es eine gibt, ja. Da können wir auch gerne nochmal auf die European Games von 2015 zurückblicken. Du durftest da die deutsche Fahne ins Stadion tragen bei der Abschlussfeier. Was
Was war das für ein Moment? Ich glaube, das kann kein Sportler irgendwie nachvollziehen, außer man hat es halt selbst erlebt. Ja, also ich würde mal sagen, dass die European Games waren so olympische Spiele in Mini-Mini. Aber es war auf jeden Fall, also ich habe erstmal damit gar nicht gerechnet, dass ich das machen darf. Und dann haben die mich vom DOSB gefragt, ja, würdest du gerne die Fahne reintragen? Ich so, wie ich? Ja, und ich habe dann, also mit der Anfrage war ich einfach schon irgendwie überfordert und das war einfach mega krass. Alle Sportler sind an einem vorbeigegangen und war einfach atemberaubend, also war krass. Du hast also schon viele Multisport-Events daran teilgenommen und deine Erfahrungen sammeln können. Man sagt immer, Olympische Spiele haben ihre eigenen Gesetze. In dem Sinne, man ist im olympischen Dorf untergebracht und lernt auch Sportler von ganz anderen Sportarten kennen. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die European Games, auf die Olympischen Spiele, was ist so dein, ich sag mal, Moment außerhalb der Matte bei Multisportveranstaltungen, den du sagst, das ist toll, das ist Sport, das ist internationale Verständigung zum Beispiel. Boah. Ja, also der Moment, den ja irgendwie immer alle nennen, ist immer die Mensa, ne? Wenn dann irgendwie alle Sportler zusammenkommen. Ich glaube, das findet irgendwie jeder cool, da einfach mal so ein bisschen zu beobachten. Aber ich glaube, so mein Moment von diesen großen Ereignissen war wirklich 2016 in Rio, als ich da ins Favela gefahren bin mit der Organisation Rio bewegt uns. Und das war so mein Moment, weil der mich so ein bisschen wieder gegroundet hat und ein bisschen wieder rausgeholt hat aus dieser Sportlerblase, ne? Also da sind wir mal gerne drin und Sport ist das Allerwichtigste. Und da haben wir dann, glaube ich, damals mit Sven, Marisch und Tobi Engelmeier ein bisschen Fußball gespielt und Judo gemacht mit den Kids im Favela. Und da wurde ich auf jeden Fall gut auf den Boden wieder zurückgeholt und gesagt, was ist eigentlich wichtig im Leben, ne? Und es dreht sich halt nicht immer alles nur um den Sport oder Geld oder sonst was, sondern ja. Das war einfach ein unbeschreiblicher Moment. Die Kinder haben einfach nichts gehabt. Wir haben mit denen Judo gemacht und die waren dankbar. Ja, das ist so mein Moment von den ganzen Großereignissen oder Wirklich, wirklich spannend. Also richtig, richtig gut und ja, toll. Fehlen mir jetzt auch gerade so ein bisschen die Worte, aber wirklich schön, so. dass du das mit uns teilst. Ja, da sieht man, natürlich hat da einfach Sport auf eine andere Art und Weise verbunden, ne? Also wir haben ja irgendwie alle kein Brasilianisch gesprochen, trotzdem haben wir uns ja mit den Kids verstanden und konnten ihnen irgendwie sogar was zeigen, ein bisschen Judo, die kurz ablenken, irgendwie von deren, ja, da wo sie herkommen, ne, dass die mal auf andere Gedanken kommen. Also es war schon echt krass, da haben Kinder einfach ums Eck irgendwie Klebstoff geschnüffelt, andere saßen da mit Drogen und noch weiter welche mit einer Pistole. Also es war wirklich, wirklich ein krasser Moment, den ich nie wieder vergessen werde. Ja. Ja, also das ist interessant zu hören, weil vor Rio gab es ja auch viele Sicherheitsbedenken sozusagen, aber du würdest auch zum Beispiel sagen, mit all deiner Erfahrung, auch der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, Olympische Spiele in solchen Umgebungen sind gerade richtig, um so einen Kontakt auch herstellen zu können, weil ohne die Olympischen Spielen wärst du jetzt auch wahrscheinlich nicht in eine Favela gegangen, oder? Nee, wir waren zwar vorher schon öfters in Brasilien gewesen, aber in der Tat war das mein erstes Mal so richtig im Favela drinne. Wir haben ja vorher bei Flavio Canto öfters trainiert gehabt und das Dojo da ist ja auch so am Rande vom Favela, aber da sind wir nie ins Favela rein oder sind jetzt in Berührung gekommen mit den ja, Bewohnern und ich glaube, ich fand das definitiv gut. Ich finde es natürlich jetzt schade, dass man weiß, dass das Dorf irgendwie so eine Geisterstadt geworden ist oder so ein Geisterdorf ist, dass das nicht irgendwie weiter vermietet wird. Das finde ich natürlich schade. Und vielleicht muss man da einfach auch mehr dann die Bewohner halt mit den Sportlern in Verbindung am Ende bringen, damit beide was davon haben, eventuell, ne? Damit Ja, man selbst sehr, auch was wieder zurückgibt. sehr spannender Ansatz. Dann blicken wir mal nach Tokio. Also quasi das, was dann in knapp oder
gut 2 Monaten vor uns liegt. Tokio, du hast schon gesagt, den Grand Slam gewonnen 2015, dann Dritte bei den Weltmeisterschaften in Tokio. Ist das dann so ein Punkt, dass man gerne in diese Stadt zurückkommt, wenn man da auch schon Erfolge gefeiert hat? Ich glaube, da gibt es keine Regeln für, nur dass man da im Vorfeld schon Erfolge gefeiert hat. Dass das jetzt natürlich so eine sichere Nummer ist, man wird da wieder Erfolge feiern, aber ich fahre trotzdem immer wieder gern nach Tokio. Also ich mag die Stadt, man erlebt immer wieder neue Sachen und ich freue mich auf jeden Fall auf Tokio, aber das ist nie eine Garantie dafür, ne? Nur weil man da im Vorfeld schon Erfolge gefeiert hat. Was, jetzt sind es natürlich die Olympischen Spiele auch unter dem Zeichen von Corona. Nichtsdestotrotz, was erwartest du denn von den Spielen? Ja, also zu einem hoffe ich, dass wenn sie jetzt wirklich stattfinden, dass wir alle gesund da rauskommen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und ja, es gibt ja aktuell recht viele Unruhen auch in der Stadt und ich glaube, viele demonstrieren, kann ich auch definitiv nachvollziehen. Ja, dass es da vielleicht dann vor Ort keine großartigen noch Proteste oder sonst was gibt. Und ja, die anderen Erwartungen werde ich nicht lügen, ne? Man will natürlich auch irgendwie dann seine Ziele verwirklichen und ich habe da noch was gut zu machen mit den Olympischen Spielen. Sagen wir es mal so. Martina, was ist dein Ziel? Womit wärst du zufrieden? Also ich sage immer, ich möchte mir da irgendwie keinen Druck machen und Judo ist Judo, das wissen wir alle. Es kann einfach so schnell vorbei sein und ich habe starke Konkurrenz. Ich weiß aber auch, dass ich an guten Tagen da definitiv auch oben mitspielen kann. Und ich habe mich nicht vorbereitet jetzt, um da zum Zugucken zu uns fahren oder zum Dabeisein. Okay, ich werde dich nicht weiter auf irgendeine Platzierung festnageln, aber ich glaube, wir haben schon alle verstanden, wo das hingehen soll. Martina, wir haben jetzt viel über Multisport-Events geredet und ich sag mal, für eine Sportlerin, du hast es ja gerade auch beschrieben, wie es in Rio war, als du gegen eine Brasilianerin gekämpft hast. In Tokio sicherlich das Publikum deutlich, ich sag mal, fachkundiger und dementsprechend auch neutraler. Also da werden die Wahrscheinlichkeit, dass du dort ausgebuht wird, ist sehr, sehr gering. Das wird nicht passieren in Japan. Nichtsdestotrotz, was wäre, welche Bedeutung hat zum Beispiel auch eine Multisportveranstaltung in Deutschland für Athleten hier in Deutschland? Also da wird ja viel drüber auch diskutiert. Hättest du das auch gerne erlebt oder würdest du das gerne erleben? Ja, es war ja mal, ne, dass Hamburg sich beworben hatte. Klar hätte ich das gerne erlebt. Ich glaube auch, dass wir Deutschen natürlich auch irgendwie noch Vorbilder brauchen irgendwie auch im Sportbereich, nicht nur Fußball, die jetzt natürlich sehr präsent sind und dass das natürlich auch schön wäre, definitiv, dass dann vielleicht auch Familie und alle mal zugucken können und dass das sozusagen vor der Haustür ist, definitiv wäre schön gewesen. Einfach und, Spaß. Ja, sorry. Alles gut. Ich möchte dich nicht abwürgen, aber durch das Team Deutschland, du warst ja Mitglied jetzt eben des Team Deutschlands, hast du dich da auch irgendwelche Freunde gefunden, jetzt aus anderen Sportarten? Vielleicht hast du da nochmal Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest. Ja, wir sind ja auch alle in der Bundeswehr und da haben wir auch oft das Lehrgänge zusammen. Dadurch trifft man sich natürlich auch immer wieder und vor allem auch hier in Chiembaum, ne? Dann trifft man mal die Kanuten und sonst was und ja, und kommuniziert definitiv auch regelmäßig mit den anderen Sportlern. Oder auch halt, dann gibt es natürlich über die Sporthilfe noch Club der Besten, dann nach der WM und ja, dadurch entstehen natürlich noch mal mehr Kontakte, ja. Gibt es eine Sportart, wo du sagst, wie die trainieren, was die machen? Also, das könnte ich nicht. Das ist outstanding, das ist unglaublich. Ja, also Touren finde ich schon wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor und aber auch die Umfänge im Triathlon finde ich echt krass. Aber ich glaube, so hat jeder Sportart irgendwie seine Spezifik, die Härte, wo ich sage, das würde ich, glaube ich, persönlich nicht schaffen, aber
Touren, Triathlon finde ich schon krass, ja. Wir haben hier auch noch eine Frage reinbekommen von Yusuf Mutaki 9. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. In welcher Stadt würdest du denn gerade trainieren? Also in welcher Stadt trainierst du, wenn du jetzt nicht in Kienbaum bist? Achso, normal trainiere ich in Köln. In Köln, beim Bundesleistungszentrum. Genau. Genau. Dann haben wir das auch noch aufgeklärt. Martina, gucken wir noch einmal in die Zukunft. Du hast gerade schon gesagt, du bist bei der Bundeswehr. Wie sieht denn deine Zukunft, ich sag mal, nach deiner Karriere aus? Was peilst du da an? Ich habe gestern mit Theresa über ihr Medizinstudium gesprochen. Sie möchte Doktorin werden. Wo werden wir dich dann irgendwann sehen? Ich habe ja Sport studiert und Gesundheitsmanagement im Master, das ich noch beenden muss. Und beschäftige mich gerade sehr viel mit der mentalen Gesundheit. Und da würde ich auch meine Masterarbeit drüber schreiben. Und in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, später mal zu arbeiten und vielleicht auch dann mit Sportlern zukünftig. Also würdest du dem Sport verbunden bleiben, das auf jeden Fall? Ja, also ich würde gerne wieder was auch zurückgeben. Ich denke, ich habe viel gelernt in den letzten 10 Jahren und ich glaube, es wäre schade, wenn man das nicht eventuell auch noch teilen könnte und vielleicht auch an die Jüngeren weitergeben könnte. Ich glaube, da haben wir einiges, was wir denen noch zeigen können oder vielleicht auch ja weitergeben können. Ja, Martina, dann danke für diese tollen Einblicke. Am Ende, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, kommen immer 3 gleiche Fragen, die jeder quasi gestellt bekommt. Und das sind einmal 2 Halbsätze, wo ich den ersten Halbsatz anfange und dann am Ende noch eine kleine Schlagzeile, die ich von dir hören möchte. Und dann fangen wir damit an. Alles okay? Okay. Gut, der erste Halbsatz ist, Judo ist für mich meine große Liebe. Dann der zweite, die Olympischen Spiele. Einfach nur wow. Und die dritte, diese Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen. Judoka kauft Cookies leer. Sehr schön. Martina, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Erst natürlich für die WM und dann natürlich die Daumen sind gedrückt für die Olympischen Spiele in Tokio. Und ja, bleib wie du bist und wir wünschen dir alles Gute. Danke. Bis dann. Ciao. Bis dann. Und wir machen dann weiter nächste Woche Mittwoch am 26.05. um 18 Uhr dann mit Giovanna Scucimaro. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.